muss man schauen, dass insgesamt die Familie positiver dargestellt wird. Der Herr Birkan hat es ja gerade gesagt, es ist so, dass wenn man Fernsehen einschaltet, dass Familie immer was Schlechtes ist. Ja. Und dann kommt natürlich dazu, dass auch viele Frauen abtreiben, die das dritte oder vierte Kind kriegen. Ganz einfach, weil sie der Altersarmut dann entgegensehen. Das ist ein Riesenproblem. Und dann haben wir natürlich in unserem Programm noch drin, dass wir quasi einführen wollen, dass die Abtreibungen gemeldet werden müssen. Das ist sehr gut, ja. Es wäre auch mal wichtig, dass man überhaupt mal statistisch erheben kann, wie viele Abtreibungen gibt es überhaupt. Allerdings ist natürlich so, jede Frau sollte natürlich für sich selbst entscheiden, ob sie ein Kind bekommen möchte oder nicht. Da kann man ja Prävention. Aber trotzdem, klar, man kann Prävention betreiben, aber trotzdem muss das bei der Frau bleiben, die Entscheidung. Das finde ich schon sehr wichtig. Man muss die Rahmenbedingungen für die Familien besser machen, aber im Prinzip ist trotzdem nur die Entscheidung der Frau. Das soll jeder für sich selber ausmachen. Das ist ein sehr spezielles Thema. Und aburteilen möchte ich da niemanden. Es ist halt so, dass jedes Jahr wird unser Volk um 250.000 Menschen kleiner. Das heißt, diese 100.000, die da abgestimmt werden, wenn wir die 30.000 wegkriegen, haben wir immer nur 150. Also das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Geburtenquote hochkriegen. Aber Katrin, kann da nicht der Staat trotz alledem anwaltschaftlich für einen Menschen, der eben noch nicht die Chance hat, sich selber zu verteidigen oder seine Meinung zu äußern, trotz alledem anwaltschaftlich nicht eingreifen und die Hürden so hochlegen, dass das trotz alledem das Kind immer noch eine Chance hat, geboren zu werden. Ich finde es gut mit diesen Beratungen und viel mehr Chancen für die Familie, dass das positive Licht da ist. Aber dass der Staat wirklich als Anwalt des nicht geborenen Kindes fungiert. Ich glaube, das wäre schwierig bei einer Gleichstellung von Unrecht. Aber das Kind hat auch Grundrechte. Auch das Kind als noch nicht geboren hat als Mensch. Aber es ist kein Zeltklub. Nein, das Kind ist schon da. Also ich selbst war ja auch schon betroffen von der Diskussion. Ich bin ja mit 18 schwanger geworden, habe dann ein Kind gekriegt und eine Familie gegründet. Und ich konnte da schon mitreden. Das ist wirklich eine sehr schwierige Entscheidung. Ich habe es nie bereut. Sehr gut. Man wächst halt in die Elternschaft hinein, man gründet eine Familie, man hat einen Haushalt, man versorgt die Kinder. Es ist allerdings so, es gibt halt auch Frauen, die möchten das Leben und das muss man auch akzeptieren. Das muss jeder seinen Weg finden.